So, herzlich willkommen zurück. Hier ist der Teasy to Dishonor Teil, weiß ich nicht. Wir waren gerade hier bei Janis Joplin hier, ich weiß nicht mehr wie er heißt. Und haben ein bisschen Munition und so eingekauft. Wir hätten auch unsere Sachen verbessern lassen können, aber ich war wieder zu dämlich. Und hab ja die ganze Kohle ausgegeben für nothing. Naja, eben für diese anderen Sachen. So. Wir gehen jetzt mal nach oben liegen und schlafen und ich vermute, meine Befürchtung ist... Ist dieser Mann gefährlich? Ja, sehr sogar, aber keine Angst. Er arbeitet mit unseren Herren. Er soll die Kaiserin getötet haben. Natürlich hat er das nicht. Die Leute sind dumm und glauben, was man ihnen sagt. Nun gut. Wenn der Admiral ihm vertraut, werde ich es auch. Der Admiral dient in der Marine der Kaiserin. Aber es gab irgendeinen Zwischenfall mit dem Lordregenten, sodass er gehen musste. Ja, danke für die Info und dafür, dass sie eben noch sehr besorgt war. Ja, die Frage ist, wo ist denn jetzt mein Zimmer? Die macht er wirklich sauber mit dem Staubdingens da. Versuchen Sie nicht, Freunde und Familienmitglieder zu beherbergen. Alter, diese Durchsagen, die gehen mir so auf den Sack. Wo bist denn du? Wallace. Wallace and Grace, oder wie war das? Nee. Bitte folgen Sie mir in Ihre Gemächer. Oh, ja. Also doch hier oben. Lalalala. Zugemauert. Sehr merkwürdig. Also ich denke mal, den ganzen Aufwand, den die betreiben, machen die nicht für eine Falle. Aber man muss natürlich damit rechnen, dass hier der Lordregent vorbeikommt. Mit seinen Truppen. Na super. Das ist ihr Zimmer. Mit ausreichend Privatsphäre. Sie möchten sich vermutlich ausruhen. Ja, aber hier fehlt eine Tür. So, Tür zu. Was war denn das eben? Oder war das hier meine Figur da unten? Blood from the Ice. Ich befürchte ja so einiges. Das könnte schon... Warum ist denn hier eigentlich die Tür auf? Ich denke, dass wir hier nachher irgendwann... hallo? Lydia? Oh, Sie müssen Corvo sein. Ich bin Lydia, zu Ihren Diensten. Ja. Ihr Raum oben ist fertig. Als Sie mir sagten, wer es ist... Dachte ich, Sie wären älter. Oh, danke. Ja, ja, ich bin auch peinlich berührt. Entschuldigung. Tut mir leid, dass es so dunkel ist, doch wir dürfen nicht gesehen werden. Aber so ist es doch etwas romantisch, oder? Ja. Ich war hier einst die Schankwirtin. Da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen, glauben Sie mir. Ja, können wir... Kann ich mir anhören. Halt, bleib, stopp, stopp. Wenden Sie sich mit einfachen Aufgaben an Cecilia. Die kann sie am besten. Aha. Und andere Aufgaben? Guck mal, die hat einen Schlüssel da hinten dran. Hast du gesehen? Hätte ich den mitnehmen müssen? Der war so auffällig. Alter, die Schritte von dem gehen mir auf den Keks hier. Ich schleich mal lieber. Das ist ein bisschen leiser. Oh, guck mal. Nicht richtig sauber gemacht. Unser Vorteil. Ich schlafe unterm Tisch. Auf dem Bett schlafen kann ja wohl jeder. So. Huch, mal außer.
Sokolovs Elixier. Promotes robust health and fitness. Ja, ja, hilft dir gesund zu bleiben. And bla bla. Miezekatze, the golden cat. Hier könnte ich also schlafen. Ich nehme auch diese Münze. Ah, hier müssen wir euer... Ich traue dem Frieden hier nicht so ganz, muss ich mal ehrlich sagen. Ah, noch eine Tür. Haben sich flussabwärts bis zur Flussmündung sowie in dem überschwemmten Bezirk ausgebreitet. Versuchen Sie nicht, einen Flusskriecher zu töten oder sich ihm zu nähern. Alle Gegenstände, die bei solchen Versuchen gefunden werden, sind Eigentum der Regierung. Na super, die Tür geht auch noch auf. Alter, zwei Türen. Ich sehe schon, wir müssen hier irgendwo herunterhechten oder auf der anderen Seite. Oh Mann, ey. Wie kann man denn nur? Leute, komm, wir schlafen. Ich speichere mal kurz. Bin gespannt, was da gleich passiert. Ich gehe jetzt schlafen. Ruh dich etwas aus. Im Tagebuch findest du deine aktuellen Aufgaben. Wer steht denn da in der Tür? Alter, was habe ich gesagt? Es ist dunkel draußen. Die Tür ist zu? Alter, ist doch nicht mein Zimmer. Würde ich mich verkackeiern? Die Tür war da vorhin noch offen. Es regnet draußen. Oh, hier stimmt doch irgendwas nicht. Das war da vorhin noch offen. Und hier war keine Tür. Alles aufgerissen? Der Besuch des Outsiders. Irgendwas stimmt nicht. Alter, willst du mich verarschen? Alter, hab ich Gänsehaut. Seltsame Schwerkraft, 9 Meter. Wieso 9 Meter und wie komme ich da hin? Ich muss also aufs Dach. Oh, gibt's doch gar nicht. Speichern. Und wo sind meine Waffen? Und wer ist der Outsider? Oder ist das ein Traum? Das kann doch nicht... Das... Alter, ist doch ein Traum. Deswegen wahrscheinlich Outsider. Wow. Wasser fließt nach oben. Das sollte immer so sein. Boote, die in der Luft liegen und dann noch verkehrt rum. Alter, wo ist die da? Hallo, Corvo. Dein Leben ist aus den Fugen geraten, nicht wahr? Die Kaiserin ist tot. Ihre kostbare Tochter Emily irgendwo in der Stadt verschollen. Und du wirst in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle spielen. Dafür habe ich dich ausgewählt und in das große Nichts gebracht. Ich bin der Outsider. Und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. Gewaltige Kräfte, die die Menschen Magie nennen. Und nun werden diese Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Nutze diese neu entdeckte Kraft. Mein Geschenk an dich. Komm, finde mich. Alter,
keiner hat irgendwas zu verschenken. Drücke rechte Maus, um einen blitzschnellen, lautlosen Sprung zu vollführen. Du kannst die Kraft auch einsetzen, um dich nach oben zu bewegen, allerdings ist die Reichweite dann geringer. Wenn du Vorsprünge anvisierst, kannst du dich dorthin teleportieren und dann hochziehen. Halte rechte Maustaste gedrückt, um dein Ziel genau anzuvisieren. Wenn eine blaue Kugel erscheint, wirst du dein Ziel erreichen. Ein blauer Pfeil bedeutet, dass du hochklettern musst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Kann ich mir sowieso nicht merken. Halte rechts gedrückt, um dein Ziel anzuvisieren. Wenn die blaue Kugel... Hey, cool. Nicht cool. Okay. ja. Okay, ich kann auch vorwärts gehen. Da war eine blaue Kugel, wenn ich das so... Oh, das ist ja hier die Kaiserin. Heruntergefallener Brief. Sehr originell. Du kannst sie nicht retten. 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 Ich werde bekloppt. Okay, das haben wir jetzt ja nur verstanden. Tja. Schade, ne? Ich habe gedacht, ich kann es verhindern. Hieros Mana-Elixier. Was war da noch? Achso, schließen. Drücke T, um ein Mana-Elixier zu trinken. Cool. Das hat hier was von Devil May Cry, ne? So von der Aufmachung. So, pass mal auf. Also rechte Maus. Und wenn eine Kugel erscheint, kann ich sicher landen. Oh. Entschuldigung. Pass auf, wo du hintrittst. 6 Meter. Emilys Brief. Lesen. Corvo, ich bin sehr traurig. Sie sagen, du wärst tot. So wie Mutter. Aber ich werde diesen Brief in eine Flasche stecken und in den Fluss werfen, weil ich ihn nicht glaube. Hier zu wohnen ist sehr seltsam. Es gefällt mir nicht. Also komm, so schnell wie du kannst und hol mich. Okay. Darf ich auf diesen Teppich treten? Ist es das, wo Emily jetzt ist? Also wo sie jetzt entführt wurde? Guck mal, wir haben hier... Müssen wir uns mal merken. Oh, wer ist denn das? Ich fürchte, sie wird nicht gut behandelt. Und wir sehen uns bald wieder. Keule. Boah, guck mal da, der Wal. Ich speichere mal. Ja, super. Nochmal das Elixier. Wer bist du denn? Nein! Da war dieser Pfeil nach oben. Oh, ist das nicht Lord Voldemort? Suchst du etwa mich? Kleines Scheißerchen hier. Alter, was eine psychedelische Sache hier. Huch. Sind das kranke Leute? Ich habe keine Ahnung.
Holger Square. Docks. Oh, Entschuldigung. Ich wollte hier nichts... Ach, ich hätte ja runtergehen können. Naja, gut. War ich halt ein bisschen schneller. In den kommenden Tagen stehen dir große Prüfungen bevor, Corvo. Suche an den einsamen Orten deiner Welt und an den Schrein mir zu Ehren. Nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Aber wer bist du? Diese Runen verleihen dir Kräfte, die die anderer Männer bei weitem übertreffen. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies. Das Herz eines lebenden Wesens, geformt von meinen Händen. Dieses Herz offenbart dir viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen, wie gut sie auch versteckt sein mögen. Nun leihe dem Herzen dein Ohr und finde eine weitere Rune. Das Herz. Alter Schwede. Ich bin ja bald überfordert hier. Wenn du das Herz in die linke Hand nimmst, kannst du Knochenartefakte und Runen aufspüren, sogar durch Wände hindurch. Das Herz schlägt und leuchtet auf, wenn ein Knochenartefakt oder eine Rune in der Nähe ist. Es schlägt immer schneller, je mehr du dich näherst. Das Herz flüstert dir Geheimnisse zu, wenn du rechts drückst, während du eine Person oder einen Ort anvisierst. Alter, was ist das denn? Dieser Ort ist das Ende aller Dinge und der Anfang. Sehr philosophisch. So, jetzt habe ich das Ding in der Hand. Das nehmen wir nochmal schnell mit. Geil gemacht, oder? Also irgendwie schon richtig geil. Entschuldigung, also. So, jetzt komme ich da so rüber, ne? Ja. So, 124 Meter. Zeit ist hier bedeutungslos. Weder Sekunden noch Jahrhunderte zählen. Okay, na denn. Haben wir es ja nicht so eilig. Oh. Lalalala. Zack. Eines Tages wird dieser Ort alles Himmelslicht verschwinden. Klingt aber nicht gut. Vorsicht. Oh, ich sag nicht, ich muss da runter. Nein, ich glaube nicht. Oh, ich bin an einer Hauswand. Der hier wandelt, ist alles. Wie Lieder des Trostes, Knochen von Zähnen abgenagt. Kann ich das jetzt auch wechseln hier? Ach ja, okay, alles klar. Links haben wir noch einen Energiebalken. Nein. Alter, war das auch richtig? Ich habe keine Ahnung. Ob ich da noch in den Keller hätte gemusst oder so von dem Haus hier. Aber echt cool. Cool gemacht. Kannst nichts anderes sagen. Oh, was ist das denn hier? Ah, super. Ich habe da eine Kugel gesehen. Hallo. Nochmal. Pam. Oh, Energie ist alle. Vielleicht muss ich gar nicht so doll drauf drücken, kann das sein? Yeah. Ich speichere mal. Irgendwas passiert hier gerade. Eine Rune. Aha. Merkwürdig.
Runen sammeln und Kräfte erwerben. Wenn du ein paar Runen gesammelt hast, öffne das Tagebuch, um sie im Bereich Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. Hä? Du kannst Runen sammeln, um damit übernatürliche Kräfte zu erwerben. Ah, also ich glaube, das Ding habe ich hier jetzt, ne? Ich habe keine Ahnung. Ach, du Gott, du Gott, du Gott. Kräfte, teleportieren. Schattenangriff, Manaverbrauch, kein. Kosten 2 Runen, du hast eine. Stufe 1, überrasche deinen Gegner, bla bla bla. Die dich nicht sehen. Also erstmal brauche ich eine zweite Rune und dann können wir uns damit nochmal beschäftigen. Kann ich das jetzt tauschen oder was? Nee, kosten 3 Runen, kosten 2, kosten 3, kosten 3. Kosten 1. Erlaubt das Sehen im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen einschließlich ihrer Sichtfelder durch Wände hindurch. Macht dich selbst. Macht selbst verursachte Geräusche sichtbar. Ich könnte das jetzt eintauschen, aber will ich das denn? Gesundheit erhöht sich. Baut Adrenal. Achso, geht noch nicht. Aber ich will das gar nicht tauschen. Ich meine, das wäre schon geil hier. Das geht auch. Aber das Teleportieren ist gar nicht so schlecht. Nee, ich lasse das jetzt erstmal. So, was haben wir im Inventar? Mana. Stellt Mana wieder her. Trinke sie über die Schnellauswahl. Müssen wir mal gucken. 326 Münzen. Eine Rune. Keine Schlüssel. Ausrüstung. Das Herz. Sehr merkwürdig. Hoffentlich vergesse ich das nicht. Notizen hatten wir schon. Brief hatten wir auch. Ziele. Besuche den Outsider. Benutze das Herz. Habe ich auch gemacht. Wie du mein Geschenk einsetzt, obliegt allein dir. So wie es jenen oblag, die vor dir kamen. Aha. Und nun bringe ich dich in deine Welt zurück. Doch wisse, dass ich dich mit großem Interesse beobachten werde. Ziel abgeschlossen, Besuch des Outsiders. Tja, liebe Leute, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange ich schon spiele. Ich habe natürlich vergessen, den Timer anzumachen. Ich würde sagen, wir machen dann hier jetzt mal eine Pause. Oder drücke ich jetzt doch nochmal rauf? Ich drücke mal rauf hier. Oh, nicht geträumt. Neues Ziel, ein neuer Tag. Sprich mit Admiral Havelock in der Bar. Okay, Freunde. Ich speichere nochmal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.